Ja, hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Thomas Müller-Gütersloh. Ich berichte gerade hier von einer meiner Eigentumswohnungen, die ich neu vermiete. Relativ citynah in Gütersloh, fast mitten in der Stadt, in der Nähe vom Theater. Und ja, ich mache meine Vermietung ja meistens selber und habe die jetzt mal bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Das hat echt 5 Minuten nur gedauert und dann ist die Wohnung praktisch schon in Anführungsstrichen weg gewesen, hatte heute die ersten Besichtigungstermine und ich denke, dass ich jetzt wahrscheinlich schon jemanden haben werde, habe auch schon Zusagen bekommen. Für die Wohnung ist eine 67 Quadratmeter Zweiraumwohnung, habe ich 2020 komplett neu gemacht, neue Fliesen, neues Badezimmer, wirklich eine schöne, schöne Geschichte und ja, mit Küche drin. Teilmöbliert, also praktisch mit Geschirrspülautomat, hat einen Tiefgaragenstellplatz und so weiter. Also eine Top-Wohnung. Und ja, ich zeige euch das nur kurz von außen, damit ihr mal Bescheid wisst, was ich so mache. Und wollte euch einen kleinen Zwischenbericht abgeben, weil ich denke, dass das für euch auch sehr interessant ist, wie die Vermietung so ist. Und ja, also der Wohnungsmarkt ist in Gütersloh immer noch weiter sehr stark angespannt. Also die Leute brauchen immer noch Wohnraum und leider ist es ja so, dass es sich momentan immer weniger lohnt, wohl zu bauen und so weiter. Und diese ganzen Baugeschichten und so weiter gehen ja auch zurück aufgrund der gestiegenen Preise und der gestiegenen Zinsen jetzt auch. Ja, und das ist natürlich sehr schade, ne? Naja, liebe Leute, ich wollte euch nur einen kurzen Zwischenbericht geben. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und wenn euch das Video gefallen hat, bitte ein Like da lassen und meinen Kanal abonnieren.